So, die Niki hat meine Haare übrigens noch nicht gesehen. Jetzt, die ist gerade in der Küche, ich zeig dir das mal. Guck mal. Oh mein Gott, was hast du denn gemacht? Ich war beim Friseur. Was ist das denn? Du siehst aus wie ein Punk. Warum sind die so lila? Ja, weil man lila gefärbt hat. Ja, aber ich dachte, du machst nur die Spitzen ein bisschen heller. Dachte ich auch, aber... Findest du das jetzt schön? Schon irgendwie. Ja? Mhm. Oh, das sieht echt schlimm aus, Schatz. Übertreib jetzt nicht. Ich finde die Farbe nicht so... Also, ich weiß nicht. Was sagt ihr dazu? Ja, was sagt ihr dazu? Das ist echt heftig. Ich meine, auf Fotos wird das bestimmt ganz nett aussehen. Ja, was anderes, aber... Boah, ne, was hast du da gemacht? Ich find's gut. Okay, solange du dich wohlfühlst. Tja, ist wohl nur einer damit zufrieden. Oh, ne. Baby, was hast du gemacht? Mein Gott. So. Da bin ich wieder. Ich weiß auch nicht, ob ihr das bemerkt habt, aber ich war gestern auch beim Wimpern machen. Ja, das sind meine neuen Wimpern. Und da hatte ich so ein kleines Malheur. Ich weiß nicht, woran das lag. Vielleicht hatte das auch der ein oder andere von euch beim Wimpern machen, könnt ihr mir ja mal sagen. Und zwar, als ich so meine Augen geschlossen hatte, habe ich gemerkt, als ich die gerade dran gemacht habe, habe ich gemerkt, dass da gerade irgendwie der Kleber reingelaufen ist und es hat halt so gebrannt. Und ja, dann hat mein Auge getränt. Okay, kommt manchmal vor, aber so oft hatte ich das in letzter Zeit nicht. Und als wir dann fertig waren und ich meine Augen aufgemacht habe, da hatte ich die ganze Zeit so ein Fremdkörpergefühl im Auge, als hätte ich irgendwas drin und es kommt nicht raus. Das war hier oben am Lid, also innen drin, ne? Und ja, dann hat das schon die ganze Zeit gestört, dann habe ich das gerieben, dann hat mein Auge getränt. Und die ganze Zeit, bis gestern Abend, wo ich ins Bett gegangen bin, hatte ich dieses Gefühl, das hat mich richtig kirre gemacht. Das hat mich richtig aufgeregt. Da war etwas, das kam nicht raus. Und sie meinte, es könnte gewesen sein, dass in dem Moment irgendwie der Kleber reingelaufen ist und das ein bisschen verhärtet war mit der Flüssigkeit, sich verhärtet hat und dann so ein Stückchen irgendwo war, ne? Aber ich habe es zum Verrecken nicht rausgekriegt oder auch nicht gefunden, wo es war. Es hat wahrscheinlich hier oben irgendwo geklebt. Na, jedenfalls bin ich heute Morgen aufgestanden und ich merke es erstmal nicht. Ich hoffe, es ist weg. Es war wirklich ein sehr ekelhaftes Gefühl gestern. Ja, auf jeden Fall meine neuen Wimpern. Und ja, zum Nägeln machen will ich gestern auch. Das sind meine neuen Nägel. Ich bin eine glitzernde Kuh. Ja, so schauen sie aus. Und ihr wisst, wenn ihr bei Starnails sagt, ihr kommt von der Niki, bekommt ihr nochmal Ermäßigung, besseren Preis, bessere Bedienung, was zu trinken. Also auf jeden Fall könnt ihr sagen, ihr kommt von der Niki. Und noch etwas, wo ihr sagen könnt, ihr kommt von der Niki und ihr bekommt sogar 15% Rabatt. Einfach sagen, Niki. Und dann wissen die Bescheid oder Nikis Beauty World, egal, Hauptsache, ihr sagt, ihr kommt von mir, da bekommt ihr ganze 15%. Und zwar haben wir hier total schönen Schmuck von Lia. Da könnt ihr nämlich sogar über Instagram bestellen. Auf Instagram seht ihr die ganze Kollektion, die bestellbar ist. Es ist Schmuck, den ihr auch personalisieren könnt. Und da könnt ihr eine Nachricht hinschreiben und sagen, ich möchte das, das, das und das. Und sagen, ich komme von der Niki, dann bekommt ihr, wie gesagt, 15%. Und ich habe mir drei Sachen personalisieren lassen. Das sind diese drei.
Das sind, hier. Das sind einmal zwei Halsketten. Einmal mit meinem Namen und das Auge. Einmal ein A. Oh, das ist jetzt gerade mit der Sonne. Jetzt kann man es sehen. Ein Anhänger mit einem A und dem Auge. Und ein Armbändchen, eine Armkette mit dem Auge. Das A weiß ich jetzt nicht. Ich habe es eigentlich für Alexandro gemacht, mit dem Auge auch. Also wir Griechen haben das ja genauso wie die Türken zum Beispiel mit diesem Auge. Wenn man das trägt, schützt es vor diesem bösen Auge. Dieses böse Auge ist, wenn jemand ein Auge macht, wie soll ich das erklären, weiß wahrscheinlich jeder. Und also wir Griechen glauben da auch dran. Ich kenne das halt und ich finde es auch ganz gut mit den Augen. Also wir haben das zum Beispiel auch hier mit diesen Kirchenkettchen. Das soll uns halt auch beschützen. Da habe ich 3 Stück von. Die bekommt man in den griechischen Kirchen. Und ja, genauso haben wir das halt mit dem Auge. Also der Shop hat jetzt nicht alles mit so Äuglein. Die haben, wie gesagt, ihr könnt da euren Schmuck personalisieren. Es gibt da auch schöne Ohrringe. Also schaut mal rein, wirklich sehr, sehr schön. Ich wollte jetzt persönlich etwas mit dem Auge haben, weil ich jetzt sowas in der Art noch nicht hatte. Und ich finde es wirklich wunderschön. Und mit dem A, da bin ich mir noch nicht sicher. Ich habe es eigentlich für Alexandro anfertigen lassen, aber ich weiß nicht, ob er diese Kette tragen wird. Wenn nicht, habe ich mir gedacht, werde ich die meiner Mama schenken. Die wird sich nämlich auch sehr, sehr freuen, dass sie da ein A hat und das Auge. A könnte ja für ihren Namen stehen und auch für ihren Enkel, ne? Alexandra, Alexandro. Genau, schaut rein. Ich verlinke es euch unten in die Infobox. Hier auch nochmal den Instagram-Name. Da habt ihr, wie gesagt, 15%, wenn ihr sagt, ihr kommt von der Niki. So, ihr Lieben, Alexandro wird jetzt gerade vom Heiko abgeholt. Er ist jetzt eine Woche weg. Oh, ich bin traurig. Ich habe euch ja gar nicht erzählt. Ich drehe euch mal eben schon mal um. Ich habe es euch nicht erzählt. Wir werden Montag beruflich nochmal in Berlin sein. Für ein paar Tage. Ja, jetzt wollte ich was kochen. Ich habe jetzt gerade das hier probiert. Das hier. Schoko-Hafer-Drink. Ich dachte, das wäre aus Hafermilch, ist aber aus Soja, habe ich danach gelesen. Und Nuss ist auch drin. Ich habe es direkt im Mund gemerkt, dass ich allergisch bin. Deswegen kann ich das nicht trinken. Es schmeckt wirklich echt gut, aber ich kann es einfach nicht trinken. Und ich werde jetzt kochen. Ich habe heute noch gar nicht gekocht. Wir haben jetzt 18.30 Uhr. Es war einfach so viel zu tun. Und habe noch gar nicht gekocht. Meine Nägelchen nochmal angucken. Ich finde die eigentlich nicht schlecht. Oder? Das Muster ist irgendwie mal was anderes, ne? Aber die sind echt ziemlich lang. Fragt mich nicht, wie man damit was machen kann. Also, gehandicapt bin ich zum Beispiel beim Tippen. Da muss ich immer so tippen. Das ist echt blöd. Und wenn ich im Auto das Fenster runter machen will oder wieder hoch, da auf den Knopf draufdrücken geht nicht. Da muss ich immer hier mit einem Knochen draufdrücken. Oder wenn ich den PIN eingeben will, irgendwo bezahlen will, dann muss ich das auch entweder so machen. Oder wenn das so Knöpfe sind, wo man abrutscht, dann muss ich das hier auch mit dem Knochen machen. Ja, da fragt man sich, warum tut man sich das an? Auf jeden Fall werde ich heute, gehen wir mal unter meine Woche. Oh, es muss erstmal kurz noch sich verbinden. Meine Woche. Oh, ich nehme gar nicht dort auf. Heute mache ich Miesmuscheln in bekannter Tomatensoße. Kennt ihr auch diese bekannte Tomatensoße? Genau, auf jeden Fall gibt es heute Miesmuscheln. Leute, ich habe die jetzt gerade gewaschen und ich wusste nicht, dass die frisch sind. Ich dachte, die wären schon tot. Aber die leben ja noch, die Muscheln. Die ist jetzt gerade aufgegangen. Seht ihr? Bewegt sich. Oh, das ist richtig unheimlich.
Manu. So, ihr Lieben, jetzt ist die Soße schon mal fertig. Tomaten. Es ist da noch drin ganz viel Öl, Zwiebeln, Knoblauch, Weißwein. Ja, auf jeden Fall kommen jetzt die Muscheln hier drauf. Und dann muss es gleich fertig sein. Was? Ich habe gerade der Niki also gefragt, ob sie weiß, was Miesmuscheln, wie die Italiener das nennen, weil ich weiß das. Und sie hat es mir nicht geglaubt. Und zwar so. Kotze, kotze. 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 Auf jeden Fall ist unsere Kotze fertig. Sieht echt lecker aus, riecht auch echt gut. Aber was ich nicht gemacht habe, das wusste ich nämlich nicht, dass ich vorher abchecken musste, welche tot sind und welche nicht. Da klopft man so mit dem Finger dran, dann guckt man, ob die sich bewegen. Und das habe ich nicht gemacht. Und da hat der Ermi gesagt, ja, Magen-Darm-Verstimmung. Ich nehme Bier und kotze. Dann wollen wir mal gucken, wie es uns nachher kotze, geht. Kotze. Man isst hier mit, ne? Dann machst du so. Ah. Und wie ist die Kotze? Schmeckt nach... Kotzen. Nach Salzwasser. Okay. Nein, das ist lecker. Da ist ja noch Soße drunter. Vielleicht muss da so ein bisschen. Kann man machen? Schmeckt. Okay. Leute, die Muscheln sind einfach so mega, mega krass lecker. Auch mit der Soße. Hat uns wirklich sehr gut geschmeckt, aber mehr vertragen wir jetzt auch nicht. Das war echt zu viel. Ja, und deswegen haben wir uns gedacht. Deswegen haben wir uns gedacht, wir fahren jetzt zu unseren Mamis und bringen denen ein paar Muscheln vorbei. Und meine Mama hat auch Kürbispita gemacht, hatte ich euch ja erzählt. Und die holen wir dann gleich ab. Also fahren wir jetzt erstmal zu meiner Mama, bringen Muscheln, nehmen ein bisschen Pita mit und dann fahren wir zu Erwins Mama. Und sie bekommt ein bisschen Pita und ein paar Muscheln. Oh, bitte, Gabarelle. Hallo. Hallo, bitte schön. Ja, scheiß Parkplatz und du jetzt findest du nichts. Hat sich jetzt kurz vor die Garage gestellt. Ach so. Alles klar? Ja, okay. Ja, auch. Muscheln. Wo ist das? Guck mal rein, ja, da Muscheln gemacht. Wo hast du denn hier Licht? Für den Garten, ich muss hier noch rein. Wo geht das hier? Ja. Kannst du Deutsch reden? Ja. Ich bin YouTuber, so klein, ne? Hast du nur die eine gemacht? Ja, hab ich aber gleich. Hi. Hi. Na, du? Alles gut? Ja, und dir? Ja. Na ja, hi. Oh! Süß! Ja, süß, das wollte ich aber. Jetzt die letzte? Wie geht's euch? Lange nichts mehr gesehen. Ja. Arbeiten. Immer Arbeit. Gerade eben auch. Du hast jetzt gearbeitet. Ja. Wir haben kein Rentnerleben, so wie du. Ja. Den ganzen Tag Kaffee trinken mit Freundinnen. Ich kann gut leben, aber jetzt, wenn ich mehr Geld habe, dann besser. Lecker. Sieht gut aus, schmeckt auch gut hinten, ne? Und wir haben gerade schon ein bisschen gegessen. Musst du gleich essen direkt. Ist das ein bisschen scharf? Nee. Bisschen, ja. Ganz wenig. Ja, ganz, Knoblauch mache ich, so scharf mache ich gerne, ne? Aber also bisschen scharf. Ich bin jetzt scharf. Isst du nicht? Nee, ich esse morgen. Kann man die morgen essen? Warum nicht? Weiß ich nicht. Die Mikrowelle warm macht. Weiß ich nicht, ob man das darf. Muss ich? Ich bin nicht kaputt. Ja. Aber ein paar, ein, zwei musst du probieren. Peter jetzt nicht. Ja, gut. Wo ist die Pizza? Zeig mal. Pizza, ja, aber das ist Zander. Sieht Zander. Zander. Weißt du, was Zander ist? Peter? Was? Nein, Zander ist Tasche. Was? Leptokaria? Hm? Leptokaria? Leptokaria? Hast du das gelesen? Ah, da draußen. Das ist ein Ort in Griechenland. Wo ich Urlaub gemacht. Das ist alles? Ja.
Und da habe ich auch hier. Schuck. Das. Ah, okay. Das war kleine Kürbis, ne? Ja. Ich habe geguckt, aber nichts gefunden. Probier mal, Schatz. Aber kann ich warm machen. Süß gemacht, ne? Ja, aber wie? Ich mag eigentlich keinen Kürbis. Ist lecker. Die Blätter ist ein bisschen trocken. Muss man warm machen. Vielleicht die Blätterteig ist das so. Na gut. Ja? Mhm. Noch Zimt. Oh. Ist auch genau. Mhm. Ich wollte auch ein bisschen Reis, aber ich habe gedacht, die essen ja nicht. Ne? Und ah, natürlich essen wir Reis. Hast du gemacht? Schmeckt doch viel besser. Nächstes Mal mach ich ein bisschen. Wenn du Kürbis findest. Und die ist voll platt geworden, ganz wenig Kürbis. Hättest du noch einen geholt? Ich finde das gut so dünn. Nein, ja. Eigentlich kommt da, wie sie sagt, noch Reis rein. Dann nee. Ist die Füllung besser. Doch, das schmeckt ja. Gut. Ist dann. Mit Reis auch schon gut. Ich glaube, es ist ohne besser. Ja. Genau. Eine so. Das machen zwei Seiten. Halb mit Reis, halb ohne Reis. Aber das ist, finde ich, schön. Das ist schön, ne? Ja. Die auch schön. Ja. Aber nichts mehr machen. Schluss. Das können wir jedes Mal. Aber wenn es zu alt wird, dann sieht es schrecklich aus. Nein. So, Mama hat die Kette bekommen. Ganz neue. Dankeschön. Mein Name. Bitteschön. So, wir haben die Hälfte von der Pita schon weggegessen. Und jetzt müssen wir los. So, ihr Lieben. Boah, die Sonne fuckt gerade richtig ab. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Neuss. Wir haben jetzt 17.30 Uhr und um 19 Uhr müssen wir zur Eröffnung da sein, zur Eröffnung von Dreamland. Ja, wir haben uns schick gemacht und fahren jetzt dahin und hoffen, dass wir keinen Stau haben. Wir sind jetzt im Rheinpark Center und sind jetzt auf der Suche, wo das ist. Wir kennen uns hier absolut nicht aus. Ich habe zwar mal in Neuss gewohnt, aber schon Jahrzehnte her. So sieht Rheinpark Center aus. Die Sessel, die schmecken. Ja, kann man mitnehmen. Das ist mal ein richtiger Rituals-Laden, nicht hier im Zentrum. Ja, das sieht gut aus. Vielleicht können wir ja noch ein bisschen shoppen hier. So, wir müssen uns jetzt erstmal hier zurechtfinden. Wir müssen nämlich zu so einem Empfangsschalter. Das soll nämlich bei Bijou Brigitte sein. C, B, Nein, Spielwaren. Das ist sowas hier, Bijou Brigitte, 39. 39 bei H&M. Wir sind hier, ne? Bis C und A. Talia. Wir müssen zurück, ne? C und A ist hier. Ja, wir müssen zurück. Wir müssen da lang. Talia, wo ist ein H&M? Wir müssen hier abbiegen. Da ist Talia, rechts von uns. Ach so, wir sind jetzt so quasi. Ja. Ah, okay. Dann höre ich mal auf dich. So, da hinten geht's gleich los. Blah, blah, blah.